Der war eigentlich kräftig, der Gong. So, ihr Lieben, herzlich willkommen. Guten Morgen zu eurer Guten Morgen Botschaft, die Radio Show. Ich drehe vor, aber ihr wisst, die Tagesbotschaften sind zeitlos, ja? Ich gehe davon aus, wenn ihr die Botschaft anklickt, dann resoniert ihr entweder damit oder ihr resoniert nicht. Man darf es ja auch nicht bezwingen, ja? Ihr sollt das auch nicht zwingend notwendig machen zu eurem Lifestyle jeden Tag. Freut mich natürlich, aber es soll ja auch zutreffen, ne? Bringt ja nichts, wenn hier irgendwas rauskommt, wo ihr sagt so, na sag mal, will ihr uns vor Hunde piepeln oder was ist hier los? Habt ihr Bock oder was? Ihr Lieben, Positives wie Negatives. Alles, was sich doof anfühlt, alles, was sich schön anfühlt, trotzdem nicht passt, lasst es in dem Video drin. Ich sag's jedes Mal, wir gehen auf eine Tarotreise. Wir machen hier keine Wahrsager-Sachen, die für dich passieren müssen, ja, an die du dich hältst, obwohl die Situation gar nicht da ist. Stellt euch mal vor, ess bitte heute ein Steak und du guckst als Veganer zu. Na, schönen Dank. Nein, so nicht. Ihr müsst wirklich das empfangen als, ach, das war schön oder ja, Mensch, wäre ich gar nicht drauf gekommen, ja? Ihr Lieben, wir starten. Ich mache jetzt nochmal einen leichten, sanften Gong für die Gonges-Tagesbotschaft. Ihr Lieben, jetzt wollte ich schon wieder sagen, Positives wie Negatives. Ich hoffe, ihr seid alle gesund, an alle. Oh, ich habe gesehen, Petra geht es nicht so gut. Gute Besserung, meine Liebe. Vielleicht ist es jetzt auch schon ein bisschen besser bei dir, aber heute am Mittwoch, nee, wir haben Dienstag. Heute am Dienstag hast du reingeschrieben, ich habe schon gesehen, dass es dir nicht so gut geht. Gute Besserung an jeden Einzelnen da draußen. Mal gucken, was springt denn hier raus? Hoppala. Fingernägel wären auch schön mal wieder zu machen. Das werde ich heute machen. So. Versuche heute einmal nicht multitaskingfähig zu sein. Nimm die Dinge genau wahr, die du machst, egal ob du einen heißen Kaffee trinkst, unter der Dusche stehst oder dir das Wasser über die Haut fließt. Ob du einen Apfel schneidest, deine Handtasche packst oder ein Zugticket löst. Mache nicht zwei oder gar mehrere Dinge gleichzeitig. Wenn du eins nach dem anderen angehst, bist du fokussierter und aufmerksamer. Qualität statt Quantität. Also erst Zugticket ziehen und dann in den Apfel beißen oder umgekehrt, ja? So wie ich nacheinander jetzt auch die Karten vorlese und nicht so völlig verhastet mit zwei Karten hier da sitze. Freizeit. Ihr habt Freizeit. Freizeit bedeutet genau das. Es ist deine freie Zeit. Es heißt nicht, dass du sie komplett verplanen musst. Nimm dir die Zeit für dich selbst, gönne dir etwas, das dir gut tut und verbringe die Zeit mit schönen Dingen. Du musst keine Angst haben, dass du dabei etwas verpasst. Das ist gerade speziell für die Leute, die sehr doll unter Druck stehen, etwas nicht schaffen zu können, ja? In so einem Zeitdruck, Zeitrahmen, je nachdem. Wir gehen mal rein. Aua, ich hab mir auf die Zunge gebissen, ey. Wirklich, der rückläufige Merkur, der macht mich wahnsinnig. Würdet ihr das nicht wissen oder sagen, alle meine Geräte, dann kommen sogar die Geschenke von euch kaputt an. Dann technisch spinnt sowieso überall was. Jetzt beiße ich mir auf die Zunge. Ich habe schon Angst, mich zu bewegen. Ich habe wirklich Angst, mich zu bewegen. Was ist das Nächste? Wir wollen es gar nicht wissen. Bleibt mir fern. Und dann noch zwei Wochen oder was? So, ihr Lieben. Fragen zur Selbstforschung. Kann ich gut zuhören. Achso, es ist Halschakra blau. Kann ich gut zuhören? Spreche ich aus, was ich denke und fühle? Höre ich auf meine innere Stimme? Neige ich dazu, etwas zurückzuhalten oder hinunterzuschlucken? Bin ich mir selbst und anderen gegenüber ehrlich? Zeige ich mich, wie ich wirklich bin? Was habe ich der Welt zu geben? Wie verleihe ich meinem Sein Ausdruck? Wann fühle ich mich vollkommen frei in meinem Sein? Ich sag hier immer, wenn maximal mehr als die Hälfte, wo ihr sagt, so, nee, weiß ich nicht, mache ich nicht, dann könnte es sein, dass wirklich euer Halschakra sehr angegriffen ist. Passiert auch oft, wenn man die Stimme verliert, wenn man so einen Stimmbandkatarr kriegt. Also was, was mit dem Sprechen blockiert, was mit dem Sprechen zu tun hat, was euch blockiert. Manche haben auch wirklich eine Hemmschwelle zu sprechen.
Und da gibt es schöne Übungen im Internet. Gebt einfach in der YouTube-Suche ein. Ich habe auch keinen speziellen. Entweder Hochfrequenzmusiken, die reinigen oder sind angenehm für die Chakren, nur wenn ihr wollt. Und dann gibt es natürlich auch genauso wie Kartenleger, Lifestyle-Kanäle, Gaming-Kanäle, Kanäle, die Chakren aufarbeiten, ja, die bereinigen, ihr Lieben. Jetzt gehen wir noch, ach doch, Spirit passt ganz gut. Dann gehen wir noch in ein Feenorakel und dann starte ich mit den Tarotkarten. Wisst ihr, wie ich heute meinen Tag verbringe? Erstmal stand ich in Berlin im Stau, interessiert keinen, wa? Ist eigentlich normal. Aber die haben hier so viele Baustellen. Ey, ich stand wirklich für einen 10-Minuten-Weg eine Stunde. Das ist ungelogen, eine Stunde. Und ich werde heute in jedem Zimmer so ein bisschen mir Luft schaffen, ja, auch sehr viel Platz. Dann die Überlegung, dass ich am Sonntag eventuell mal live gehe. Da wird mich aber Schatzi unterstützen, indem er den Moderator übernimmt, weil ich schaffe das nicht, auf gar keinen Fall. Ich bin multitaskingfähig, aber nicht, wenn ich Fragen beantworten soll oder, ja. Oh, die Krafttierkarte. Mein Tierbegleiter ist immer an meiner Seite und führt mich. Welches Krafttier hast du? Welches Krafttier wurde dir zugesprochen? Ja, was passt zu dir, zugeordnet? Vielleicht auch dein Haustier. Ich nenne meine Haustiere immer Krafttiere. Ich besitze ja noch Axolotl. Da könnt ihr eine Runde lachen. Aber ich liebe sie, ja, weil die eben auch so besonders sind. Die regenerieren sich ja. Und die sind ja auch am Forschen. Warum sind Axolotl fast unkaputtbar? Die regenerieren sich, ja. Die beißen sich manchmal Gliedmaßen ab, weil sie es mit Futter verwechseln. Kleine Anekdote dazu. Ich habe mir einen Axolotl gekauft, der hatte nur 2 Beine und die hinteren wurden irgendwie abgebissen, weil wahrscheinlich zu viele im Becken waren, ja. Und dann habe ich nur so gescherzt, naja, kriege ich jetzt wenigstens Rabatt, weil der hat ja nur 2,5 Beine, ja. So ungefähr. Da hat er mir ernsthaft, da musst du selber lachen. Ich glaube, so eine bescheuerte Frage kann nur von mir kommen. Natürlich hätte ich den vollen Preis bezahlt, aber ich fand es so lustig, ja, weil ich mich ja damit auch auskenne. Und da hat er mir echt pro Bein 3,50 abgezogen. Das, irgendwie ist es, man darf gar nicht drüber lachen, weil das ist ja ein Lebewesen, aber der Zusammenhang war einfach so lustig, ja. Und ja, die sind nachgewachsen. Ihm geht's halt gut. Nee, das ist eine Sie. Die hat ja schon Eier geworfen. Meine beiden sind ja dann immer fleißig. Ich habe ein Männchen und 2 Weibchen. Ein rosanes, ein goldenes, das sind die Weibchen, und ein Männchen in schwarz. Aber die regenerieren sich, da kannst du machen, was du willst, ja? So, ihr Lieben, guten Morgen, Anekdote, Talk vorbei. Es geht um euch, ja? Es tut mir leid. Schreibt mir das auch ruhig rein, wenn ich zu viel sabbel. Ich kann es verstehen, es sind ja eure Nachrichten. Königin der Stäbe, was für dich machen? Was für dich machen, mit Leidenschaft, mit Passion, wieder etwas angehen, ja, wo du eine Freude empfindest bei, wo dir keiner reinredet und sagt, mach mal lieber nicht, ja, könnte schief gehen. Nein, lass dich bitte hier nicht verunsichern von deinem Weg. Wenn dein Herz hier für etwas schlägt, dann nimm es und mach es bitte zu Ende, weil hier scheint irgendwas reinzukommen, wo du eine Leidenschaft dazu entwickelst oder entwickelt hast, ja. Du lebst hier für irgendwas, du blühst hier regelrecht auf für irgendeine Sache. Lass es dir bitte nicht nehmen. Solange du andere hier nicht in Mitleidenschaft ziehst oder andere drunter leiden müssen, mach das bitte nur für dich. Das war auch die Tagesbotschaft, ja. Zieh hier dein Kraft hier durch, ja. Bleib in deiner Mitte, bleib in deiner Kraft. Und die Energie ist höchst wertvoll für dich, hier Sachen zu machen, die du vielleicht längst schon vergessen hast, ja? Wir gehen weiter. Für dich Kurzbotschaft. Das könnte wirklich sein, dass dich jemand mal an dieser Sache gehindert hat, die du jetzt wieder aufnimmst oder weitermachst. Hier ist so ein Stopp eingelegt worden, ja? Irgendwo wurde hier deine Energie genommen oder verbraucht, wo du gesagt hast, oh nee, keine Lust, hab keine Kraft mehr dafür. Irgendwas Neues stellt sich hier ein, wo du sagst, hab ich voll Lust, hast du Bock oder was? Ja, da wirst du wieder reinkommen, weil hier irgendjemand oder irgendwas du dir selbst oder andere Menschen dir oder die Arbeitszeit, Druck, ja, Kummer, irgendwas stoppte hier und du konntest das hier nicht aufnehmen oder zu Ende machen oder hast es dann wieder zur Seite gepackt, ja. Wir haben hier 2 der Münzen. Damit haderst du eventuell sogar schon, ja. Vielleicht kommt dir das immer mal wieder rein und du hast dir in letzter Zeit gedacht, so, nee,
habe ich keine Zeit für, geht da sowieso nicht, ja? Denk an dein Halschakra, an die ganzen Selbstfindungsfragen. Hier kommt so eine, ja, nee, konnte ich ja nie ausleben, weil, warum eigentlich nicht? Wer hat mich daran gehindert, ja? Hier ist so eine Disbalance irgendwie zu einem Projekt oder zu dem, was du gerne wieder aufnehmen wollen würdest oder wo die Leidenschaft, wo deine Passion, wo dein Gefühl hinschlägt, ja? Nimm das wieder auf. Oh, dein Selbstwert, ja? Hier, Königin der Kelche, ob Mann oder Frau zu gucken, das ist ganz egal. Das ist wichtig, falls du hier was hast und mit in Resonanz gehst. Es ist wichtig und brauchbar für dich. Hier wächst du wieder dran. Hier holst du deinen Selbstwert wieder zurück, deine Selbstliebe. Du hast auch dafür Gefühl und liebst auch diese Sache, ja, die hier so noch im Stillstand steht. Guck mal, nimm es wieder auf. Irgendwo wurde es mal gebrochen. Nimm es wieder auf. Wir haben hier den Turm, die Energie wurde verbrochen, ja. Hauptsache nicht gebrochen. Hier ist irgendwas umgestürzt, ja, die Energie wurde hier gestoppt, du musstest mit irgendwas hier aufhören oder raus aus diesen Gedanken irgendwo mal, wo du es hättest vielleicht aber auch gerne durchgezogen. Hier kommt wieder was Altes zurück, gibt dir wieder den neuen Schwung und du fängst wieder an, diesen berühmten Jenga-Turm aufzubauen, ja, ich weiß nicht, warum ich immer Jenga-Turm sage. Du fängst ihn wieder auf, aufzubauen, ja. Und du bringst das zu Ende dieses Mal, ich sag's dir. Du hast hier was nicht beendet. Du bringst diese Sache hier zu Ende, weil das ist ganz, ganz wichtig für deinen Selbstwert, für deine Selbstliebe, ja? Egal, wie andere darüber reden oder was man denkt, ja? Mir fällt jetzt kein Beispiel ein. Ja, nee, was soll ich in Karten mischen? Ja, was denken die anderen von mir? Ist doch scheißegal, ja? Ich sehe es doch dank eurer Hilfe, dass dieser Kanal wächst, dass ich stolz sein kann, dass ich mega stolz bin, dass das so ankommt. Und wäre es ein Flop geworden, dann hätte ich meine anderen Kanäle, für die ich gerade wirklich sehr wenig Zeit habe, was mir auch im Herzen wehtut, aber ich kann mich nicht verteilen. Und trotzdem gibt es für mich nicht die Option, beide Kanäle, Nagelkanal wie Lifestyle-Kanal, wegen diesem Kanal zu stoppen, ja? Aber es musste vielleicht kurz mal pausieren. Natürlich kam ja dann auch noch die Situation mit meinem Hund, den ich verloren habe, das war ja auch nochmal so eine Trauer, die man bewerkstelligen musste. Oder die Trauer ist noch da, der fehlt mir jeden Tag, aber es geht ja wieder aufwärts, ja. Und das ist so zu vergleichen. Hier wird wieder was aufgenommen, ja. Man baut hier wieder diesen Turm auf und transformiert sich wieder. Versucht es vielleicht noch ein zweites, drittes Mal als Anlauf, wenn es passen sollte, ja. Dass ihr hier wirklich sagt, diesmal mache ich das zu Ende und ich ziehe das Ding durch. Ist mir egal, ob das lustig ist oder für andere doof ist. Für dich ist es hier wichtig. Das ist die Hauptsache, ja. Und wenn hier Gespräche sind, die andere nicht führen wollen würden an deiner Stelle. Es geht hier nicht um an anderer Stelle, sondern es geht um dich. Mach das, was du für richtig hältst. Ob eine Absage, eine Ablehnung, ein Korb oder ob dieses Projekt nicht zu Ende gebastelt wird oder entsteht, ist eine ganz andere Frage. Aber du hast gegeben, was du konntest. Dein Ziel war es, zu beenden. Und das ist wichtig für die Transformation hier zu erkennen. Ja, ihr Lieben? Also ich finde das sehr wichtig, sehr schön. Wir gehen mal rein noch in die Seelenmap-Karte. Vielleicht unterstützt die euch so noch ein bisschen. Oh, ich darf nicht so viel quatschen morgens, wa? Vielleicht mache ich hier nur so eine Morgenshow. Ich finde es ja immer so schade, dass niemand so live dabei sein kann. Die Höhle der Drachen. Ich wollte gerade sagen, die Höhle der Löwen. 19. Könnt aber sehen, wie geschädigt man schon ist hier. 19, Quersumme 1. Haben wir hier den Magier. Die Höhle der Drachen. Des Drachen. Vielleicht findet ihr dort alles, was ihr nicht für möglich gehalten habt. Das ist ja eher schon so Fantasieraum. Aber vielleicht ist hier Raum für Fantasie angebracht, ja? Mal so denken. Wir haben nochmal die 1 mit dem Magier im Tarot, mit der Quersumme 1. Der Tiefpunkt. Tja, was hat dich in diesen Tiefpunkt gebracht? Auch hier sehen, woraus hast du hier gelernt, dass du diesen Tiefpunkt sehen musstest? Was konntest du dort sehen, wo du es nicht für möglich gehalten hast, aus einer Drachenhöhle die Sachen zu sehen, ja, mitzunehmen? Du hast ja aus irgendeiner alten Entwicklung, irgendeiner Beendigung oder, da, wo du mal den Tiefpunkt hattest, irgendwas Neues sehen können und für dich auch mitnehmen können. Wenn nicht, gucke und bleib auf Entdeckungsreise, ja. Irgendwas wird hier angezeigt, kannst du aus dieser Situation oder aus dieser Lebensphase mitnehmen, ja, was du vielleicht bei anderen bewundert hast und dich nie getraut hast. Das ist für mich so die Ansage für den heutigen Tag, ihr Lieben. Ich würde sagen, das reicht. Ansonsten seid ihr hier so ein bisschen überfordert mit der Kurzbotschaft.
Das möchte ich natürlich auch nicht. Reicht ja schon, wenn so eine Überforderung vor euch sitzt morgens. So. Ihr Lieben, alles, alles Gute euch. Bleibt gesund. Und an alle, die ein bisschen kränkeln oder die wirklich krank sind, gute Besserung. Dass man das Möglichste tun kann, ja, für euch. Und ja, vielleicht war das für euch was, ja. Ich hoffe und freue mich, wenn es so war. Ihr Lieben, ist ja immer anders. Mua, bleibt gesund. Tschüssi. Sochkan.